Hi, guten Abend. Das ist immer so lustig, weil da immer steht, du bist jetzt live. Das ist unser Running Gag. Ja, das aber bleibt ja unser Running Gag. Solange du so heißt, bleibt es unser Running Gag. Genau. Ich habe mir eigentlich so eine amerikanische Anmoderation überlegt. Wäre dann sowas gewesen. Ich rutsche immer so ein bisschen aus dem Bild raus. Okay. Dann rutsche ich mal zurück. Genau, mit, siehst du hier, Anfrage ansehen, denn Bildschirm heute mit, ich hoffe, ich habe richtig gedrückt, Linda, ich glaube, du solltest jetzt dazukommen, genau, hi. Mit ja, moin. Von, neue Technik, super, klasse, ein Traum. Genau, mit Linda von Schlips und Schleier, zur neuen Folge von Dienstleistertipps für heute das Brautpaar. Genau. Vielleicht habt ihr, ja, wir sind super happy, dass du dabei bist. Vielleicht hat der eine oder andere das. Schön, dich zu sehen. Genau. Freut mich total. Wir kennen uns. Genau, vielleicht hat der eine oder andere das beim letzten Mal schon gesehen. Beim letzten Mal hatten wir Ariane dabei von Braut trifft Kleid. Und es geht halt immer darum, dass wir Dienstleister mit dazu holen in unseren Livestream, die eben so ein bisschen, ja, ein paar Tipps geben, auf die man so als Brautpaar normal einfach gar nicht kommen würde, vielleicht. Genau, so ein paar Insider-Infos und vielleicht auch mal ein paar Fragen, die man nicht unbedingt irgendwie sofort stellen möchte oder auch nicht sich selber erschließen kann und auch nicht immer ständig irgendwie geklärt bekommt. Und da ist heute die Linda als Planerin, als Hochzeitsplanerin quasi an unserer Seite, um da mal so ein bisschen Licht ins Hochzeitsplanungsdunkel zu bringen. Genau. Magst du dich vielleicht einfach vorstellen? Genau. Jetzt haben wir dich schon schön anmoderiert. Ja, oder? War das amerikanisch? Ich fand's super. Sehr, sehr gerne. Ja, hi, hi. Ich bin die Linda. Ich bin zu Hause an der wunderschönen Ostseeküste. Habe vor circa fast neun Jahren meine Agentur gegründet, Schlips und Schleier. Und bin seitdem selbstständig als Hochzeitsplanerin unterwegs. Und ja, wohne in Travemünde, bin also direkt dort, wo andere Urlaub machen und natürlich auch gerne heiraten wollen. Und ja, was wollt ihr noch von mir wissen? Wie lange machst du das schon? Hast du gesagt, ne? 2 Jahre? Nein. Nein. Nee, seit 2013. Also seit selbstständig 2013. Seit 2013. Genau, aber ich bin quasi schon etwas länger in der Branche, in der Eventbranche. Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau, habe vorher einige Jahre schon in diversen Agenturen auch gearbeitet, habe dort meine Ausbildung gemacht und war auch viel in Deutschland unterwegs, unter anderem auch in Lübeck mit Bravo und McDonald's habe ich viel gemacht. Und ja, genau, dann bin ich irgendwann 2013 dazu gekommen und habe mich dann mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Wow. Sehr cool, aber das war auch ein großer Schritt dann, oder? Das war ein sehr Standbild. Oh nein. Oh. Oh nein. Auch nicht immer. Hört ihr mich? Jetzt ja, wieder. Ja. Jetzt wieder, wir hatten gerade ein Standbild. Genau. Ja, sehr gut. Für alle, die jetzt schon dabei sind, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Und zwar, wenn ihr eine Frage an Linda habt oder wenn ihr eine Frage an uns habt, dann dürft ihr jederzeit gerne eine Beitrittsanfrage stellen. Denn Instagram bietet ja jetzt die Funktion, mit bis zu 4 Leuten im Livestream zu sein. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt gerne mit dazu, quatscht einen Moment mit uns. Und dann ja, nehmt auch nicht übel, dass wir dann euch auch wieder rausschmeißen oder ihr auch wieder rausgeht, einfach um halt allen so ein bisschen die Chance zu geben. Wer so mutig ist und sich traut, darf gerne eine Beitrittsanfrage stellen und kommt dann eben mit rein. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht genau, hast du Hochzeitsplanung gelernt als Lehrberuf? Das ist ja zum Beispiel auch was, ne? Wenn ich sage, ich bin Fachinformatiker, dann müssen viele alles klar, oder Fotograf, das kann man lernen. Aber Hochzeitsplaner, ist das was man lernt? Kann man definitiv auch lernen. Also es gibt die Ausbildung zu IHK-Hochzeitsplanerin, die habe ich tatsächlich auch absolviert. Aber ich muss sagen, dass ich mein Grund-Know-how, also wie man Veranstaltungen und also auch Hochzeiten plant und auch erlebt, und das habe ich eigentlich in meiner Berufskarriere, in meiner Ausbildung und einfach Learning by Doing. Ich bin halt auch ein Mensch, ich packe gerne mit an, und da habe ich am meisten eigentlich gelernt. Also die IHK-Ausbildung war wirklich good to know, aber dadurch, dass ich auch in meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und auch ja, während meiner Berufslaufbahn danach auch Hochzeiten geplant habe, muss ich sagen, da habe ich eigentlich am meisten gelernt. Ja.
Genau. Ja, da hat man wahrscheinlich dann auch nachher die meiste Erfahrung, die einem ja auch dann, also das ist ja quasi auch das A und O, denke ich mal, für dich so, ne? Wenn man dich, wir dürfen ja jetzt schon einmal mit dir zusammenarbeiten und das ist ja alles irgendwie so, du schüttelst das ja alles so locker aus und das braucht ja dann auch einfach die entsprechende Erfahrung und auch, ja, die Weitsicht ja auch, ne? Was diese ganze Veranstaltung dann betrifft. Du musst ja irgendwie vom Tag 1 Planung an schon irgendwie auch dann da sein, ne? Das ist schon Ja, auf sinnvoll. jeden Fall. Also es bedarf, also man, viele denken ja so Hochzeitsplaner, wow, viele kennen das ja aus dem Fernsehen, insbesondere wir Frauen träumen ja schon, seitdem wir denken können, von Hochzeiten. Und insbesondere da muss man halt echt sagen, es ist so, so viel mehr als einfach diese rosane Welt, die man hat, weil das Brautpaar einem ja tatsächlich die komplette Verantwortung für den ganzen Tag in die Hände legt und da muss man auch erst reinwachsen, ne? Also das Gute ist, dass ich da halt tatsächlich auch Veranstaltungen vorher betreut habe, die weitaus noch mal viel mehr Budget hatten und entsprechend hat. Jetzt hängt ihr gerade. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Ja, Ja, jetzt jetzt hören. gehört haben wir dich. Super. Ja, genau. Und dementsprechend gehört da so viel mehr zu. Auch also ich lege da auch viel Wert drauf, dass man auch genau weiß, was man tut. Und auch wenn man auf der Hochzeit zum Beispiel ist, dass man auch weiß, wenn das Fass leer ist, wie kann ich jetzt das Fass anschließen, wenn zum Beispiel gerade nur irgendjemand am Start ist, der vielleicht keine Ahnung davon hat. Also es ist so ein Rundumblick, den man einfach mitbringen sollte als Hochzeitsplanerin und auch, dass man vielleicht mal drei Teller tragen kann, wenn das Personal völlig überfordert ist. Ja, genau. Also so ein Gehört bisschen schon ein. Meeting für alles auch. Ja, total. Man ist irgendwie, wenn man die Bereitschaft mitbringt und das sollte man tatsächlich halt auch haben, dass man auch gerne mit anpackt und die Bereitschaft über den Tellerrand zu schauen und auch die Arbeit zu sehen. Von dem natürlich, wenn die Hochzeit läuft, dann läuft sie und wenn man dann noch Zeit und den Blick dafür hat, noch andere Dinge zu sehen, dann ist das schon mal von Vorteil. Ah, das ist so cool. Das ist auch was, was wir immer sagen, dass wir einfach als Dienstleister einfach unser Hauptziel einfach ist, dass das Brautpaar einfach einen schönen Tag hat und eine schöne Hochzeit hat. Das ist so für Ja. uns immer das Allerwichtigste. Und das finde ich, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hört man das einfach schon so raus, dass du halt einfach nicht nur bist, so, nee, das fasse ich aber nicht an, weil es einfach nicht mein Job ist, sondern Nee. hier ist es halt auch einfach super, super wichtig, dass die einen wunderschönen Tag haben. Das finde ich Ja. so cool. Ja, das Genau. Allerwichtigste, genau. Ja. Wann sollte man denn dich so als, also wir als Hochzeitsdienstleister haben ja einfach super viel mit Hochzeiten zu tun. Also sprich, wir begleiten so 10 bis wer weiß wie viele Hochzeiten im Jahr, haben mit vielen Brautpaaren zu tun. Wenn man so als Brautpaar unterwegs ist, dann heiratet man in der Regel das erste Mal, dann ist so auf 1 bis 2 Hochzeiten. Deshalb haben wir einfach immer auch viele Tipps und so auf Lager. Aber wann sollte man denn anfangen, dich zu buchen? Sollte man das direkt machen, wenn ich Jasmin den Ring aufstecke, sollte sie danach sofort zum Handy greifen und dich anrufen? Oder Bei der Hebamme. ja, bei der Hebamme muss man das denn tatsächlich so früh machen? Ja, es ist natürlich eine Typfrage, ne? Also oftmals ist ja gerade ab dem Punkt, wo der Ring am Finger ist, kommt die große Panik auf. Und wenn man da ein Kandidat für ist und wirklich schon so davon total erschlagen ist und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, ist es natürlich die beste Möglichkeit, vielleicht direkt einfach mal anzurufen. Ich bin auch gerne einfach dafür erstmal da, um am Anfang am Telefon kurz zu sortieren und zu sagen, hey, pass auf, ne, schön, dass du angerufen hast. Wir können gerne einen Telefontermin ausmachen oder so jetzt gerade zu Zeiten von Corona natürlich alles eher digital. Können aber auch dann einfach am Telefon schon mal so ein bisschen vorsortieren, um dann zu sagen, hey, es macht jetzt an dieser Stelle Sinn, dass wir da vielleicht mal gemeinsam überlegen, es gehen kann. Oft sind Brautpaare aber schon sehr klar, dass sie von vornherein wissen, also wenn wir heiraten, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Das hat auch was mit den eigenen organisatorischen Talenten zu tun. Manchmal ist auch vielleicht der Mann oder die Frau etwas unorganisierter oder man weiß einfach, das wird nichts. Oder man hat auch keine Zeit, ne, wenn beide berufstätig sind und man auch einfach vielleicht nicht so das Händchen hat. Ja, dann würde ich es einfach immer vorschlagen, einfach mal einfach anrufen. Anrufen kostet nichts. Ja, Ja, wunderbar. aber das ist ja auch gut zu wissen, ne? Also, wenn ich jetzt so, ich wäre Typ überforderte Braut. Ich will viel, aber weiß Ja. nicht.
So, ne? Dann ist Ja. das ja auch schon mal gut zu wissen, dass ich dann auch relativ frei dann erstmal so sagen kann, so, hallo, ich muss heiraten. Kannst du mir mal kurz sagen, wie das geht? Was muss ich beachten? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt am besten so, dass man da einfach schon mal Impulse bekommt Ich und glaube, das ist ja auch alleine schon mal so eine Hemmschwelle. Boah, kann ich jetzt einen Planer erstmal überhaupt anrufen, ohne dass ich sofort verbindlich sage, Linda, bitte plan du meine ja, Hochzeit? hier war ja auch die Ne? Das ist spannende ja, glaube ich, Frage, schon. kann ich mir als normaler Mensch einen Planer überhaupt leisten? Denn ein Planer ist ja erstmal, wie du schon sagst, man kennt es aus dem Fernsehen. Jeder denkt an Fromm diesen und er frommen kommt. Matthäi-Typen, der Genau. da die Mega-Hochzeiten irgendwie geplant haben. Und dann sagt sich so die eine Braut jetzt so, ich will aber gar nicht um Prinzessinnenkleid heiraten, dann brauche ich auch keinen Planer. Ich will aber gar nicht mit 80 oder 100, 200 Leuten heiraten, dann brauche ich auch keinen Planer. Aber wir haben ja nun auch festgestellt in der Arbeit von uns als Fotografen, dass es eben auch für kleine Hochzeiten fein ist, einen Planer im Boot zu haben, einfach für das Gesamtpaket. Und ja, kann ich mir als normalsterblicher Ja. Mensch einen Planer leisten? Ja, absolut. Und das ist eigentlich das Beste und eigentlich ja, das Klassikerbeispiel ist eigentlich, wenn man ein Haus baut, braucht man auch einen Architekten. Und als Otto-Normalverbraucher, ja, als Otto-Normalverbraucher ist es ja tatsächlich so, dass man überhaupt nicht das Know-how mitbringt und sich stundenlang in die Materie einliest, auch wenn man es gar nicht so mitbekommt. Insbesondere die Ladies sitzen ja zu Hause, Instagram, Pinterest. Was muss man alles beachten? Ne? Worauf muss ich achten? Locations schaue ich mir an. Und das ist unheimlich viel Zeit, was man dann ja im Endeffekt auch einspart. Vor allen Dingen auch durch die Kontakte, die ich habe, weil wenn ein Otto-Normalverbraucher kommt und sagt, hey, ich möchte gerne eine Hochzeit feiern, machen wir doch mal ein Angebot für diese und diese Leistung. Dann ist es bei den einen oder anderen Dienstleistern schon mal so, dass es natürlich ein anderes Angebot ist, als wenn ich regelmäßig Dienstleistungen beziehe. Ne? Das ist schon mal der eine Punkt, dass man dadurch natürlich dann ein bisschen was einspart. Und es kann sich definitiv jeder einen Hochzeitsplaner leisten, wenn man diese Leistung verstanden hat. Ne? Dass eine Hochzeit Arbeit bedeutet. Unheimlich viel Zeit, Nerven, auch ganz wichtig, die man in dieser sehr emotionalen Zeit tatsächlich nicht unterschätzen darf, was da so an Spannungen und Aufregungen mit einfach einfließt alles. Und ja, es kann sich definitiv, ich habe tatsächlich auch Paare, die sind von, also jegliche Berufsspannen sind mit dabei, weil die einfach verstanden haben, diese Leistung, und es ist ein Dienst. Und das macht natürlich dann auch an der Stelle total Sinn, wenn man einfach Hilfe braucht. Ah, cool. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, ja, ich nehme Hochzeiten erst ab 10.000 Euro. Erst wenn ihr ein 10.000 Euro Gesamtbudget habt, dann vorher braucht man Das gar kann nicht man. einen Planer fragen. Also genau, tatsächlich dadurch, dass wir uns ja auch auf die Hochzeiten an der Ostseeküste spezialisiert haben und auch auf uns Brautpaare zukommen, die mit zwei Personen ganz intim am Strand heiraten wollen und sich einfach so ein kleines Rahmenprogramm wünschen, sind wir da total offen für alle Ideen und auch für alle Budgets. Genau, da gibt es ja auch unterschiedliche Planer. Ne? Es gibt Planer, die sagen, okay, wir machen nur die Big Hochzeiten, wo dann auch ein bestimmtes Budget mitgebracht wird. Aber wir sind da tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen jedem ermöglichen, hier an der Ostseeküste zu heiraten. Natürlich kostet das auch die Küste und eine Location auf dem Wasser kostet dann auch schon mal ein bisschen mehr, als wenn man jetzt auf dem Land irgendwo im Osten heiratet. Genau, da gibt es schon Unterschiede, aber tatsächlich versuchen wir und sind wir bemüht, für jedes Budget was auf die Beine zu stellen. Genau. Ja, das ist cool. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass das einfach Faden verloren. Irgendwas hat hier gebimmelt. Nee, genau, die nächste Frage wollte ich, da wollte ich anknüpfen bei dir. Ob man, du hast nämlich gesagt, Hochzeiten am Meer. Das ist ja immer auch das, was wir viel mitbekommen, ne? Dass die Paare am Meer heiraten wollen und dass das so schön ist, bis wir endlich mal festgestellt haben, dass wir ja quasi schon diejenigen sind, die schon da sind, für diejenigen, die hierher kommen zum Heiraten. Das ist ja immer ziemlich cool. Aber kann man überall am Meer heiraten, war noch eine Frage. Kann man einfach sagen, ich will, da will ich heiraten und dann machen wir das oder sind wir da irgendwie ja, Irgendwo beschränkt? angebunden. Ja, irgendwo dran gebunden, genau. Ja.
Es kommt natürlich ganz darauf an, ob man jetzt sagt, man möchte gerne standesamtlich heiraten oder man möchte gerne eine freie Trauung mit seinem Liebsten oder seinen Liebsten verbringen. Das Schöne ist ja, dass man mit der freien Trauung die Möglichkeit hat, an jedem Ort und zu jeder Zeit eine Trauung zu vollziehen und mit Sand unter den Füßen und mit den Liebsten und so Beach-Feeling. Das geht dann doch sehr gut mit einer freien Trauung oftmals. Und das kann ich wirklich fast sagen, dass ich mindestens zweimal in der Woche einen Anruf bekomme, wie das denn mit einer standesamtlichen Hochzeit am Strand in Timmendorf zum Beispiel aussieht. Ne? Sie würden gerne standesamtlich heiraten und sehen viele als selbstverständlich an, dass sie davon ausgehen, dass diese Hochzeit einfach so möglich ist. Der Standesbeamte kommt raus und es wird einfach geheiratet. Das ist leider nicht ganz so einfach. Es gibt da natürlich ein paar Tipps und Tricks und mit guten Kontakten kann man da auch das eine oder andere sicher ganz gut organisieren. Aber es herrschen da doch auch strikte Regeln, die man so ein bisschen einhalten muss. Und zwar ist es auch tatsächlich so, dass es für die etwas besonders ausgelegten Hochzeiten am Strand bestimmte Ambienteorte gibt. Dort kann man dann auch heiraten, nicht ganz so frei, wie sich das alle vorstellen, weil tatsächlich jeder Standesbeamte eigentlich ein Dach über dem Kopf haben sollte, rein rechtlich gesehen. Und das macht die Sache natürlich nicht ganz so frei, wie sich es alle vorstellen. Das ist aber spannend. Das sind ja zwei spannende Impulse. Ambiente, was hast du gesagt? Ambiente? Location. Ambiente Orte, genau, oder Location. ambiente Locations, genau, die tatsächlich dann von den Standesämtern geführt werden. Genau. Und daran ist man dann gebunden, wenn man richtig verbindlich standesamtlich am Strand auch heiraten möchte. Genau, aber da auch Achtung, die Termine sind sehr, sehr beliebt. Die sind Schnell, tatsächlich ja. nur einmal meistens im Monat samstags dann. Und da kann man die Uhr nachstellen. Die sind sehr, sehr beliebt und sehr schnell Und weg. wahrscheinlich auch schön getaktet dann, ne? Also sehr schön hier. Ja, das kenne ich aus Stein. Ja, genau. Genau. Stein am Strand ist ja zum Beispiel was. Ne? Da Ja. sind denn ich tatsächlich war das echt so ein bisschen so, als Hochzeitsfotograf gehst du dann, ist natürlich sehr cool. Gehst halt dann, kannst direkt an den Strand gehen. Und da habe ich, glaube ich, zwei andere Fotografen mit anderen Paaren gesehen. Das ist natürlich was, was man dann natürlich ja auch noch mit bedenken muss. Ne? Grundsätzlich bei Strandhochzeiten ist immer mit dran zu denken, dass ihr nicht die Einzigen, also dass das Brautpaar niemals die Einzigen am Strand sein würden, außer wir gehen an bestimmte Strandabschnitte. Und auch da kooperieren wir mit, also wir nennen sie immer liebevoll Beach Buddies, mit unseren Beach Buddies, wo wir tatsächlich die einen oder anderen haben, wo wir wirklich Strandabschnitte haben, die ganz schön ruhig gelegen sind und wo wir auch die Zeiten abpassen. Da würde ich auch empfehlen, Juli ist halt Touri-Saison Nummer eins. Da ist auch eher schwierig, aber in den anderen Monaten, also auch im Juli-Trip bekommt man es hin, aber muss man selber wissen, ob man das gerne möchte. Und ja, auch da gibt es aber auch Möglichkeiten, die Dinge so ein bisschen abzuschirmen. Und wenn man gute Connections hat mit den Beach Buddies, dann hat man auch eine relativ große Fläche, wo man dann auch wieder schön mit Gräsern oder Trockenelementen oder arbeiten kann, um einfach so ein bisschen Privatsphäre zu bekommen. Genau. Und noch als Tipp bezüglich der Standesamtlichen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, bezüglich der Termine, da steht schon direkt wieder das nächste Paar. Da würde ich einfach empfehlen, immer den letzten Termin am Tag zu nehmen beim Standesamt, damit man danach schön auch die Gläser rausholen kann, in aller Ruhe trinken kann und nicht das nächste Brautpaar schon wieder vor der Tür steht und sagt, hey, jetzt sind wir dran. Ja, aber genau das sind schon Toller Tipp, genau die genau. Art Tipps, die wir Auf die hier wir haben abzielen. wollen. Ich habe Ich habe gerade gedacht, als du sagtest, da waren links und rechts noch ein Fotograf, dann kann man sich da theoretisch ja auch teilen, so als Brautpaar. Ein Fotograf durch drei. Ja, um Gottes Willen, aber. Sicher. Stimmt. Genau. Also für alle, die jetzt gerade noch neu mit dazugekommen sind, stellt gerne eure Fragen, freuen uns über jeden, der dabei ist, schreibt in den Chat oder Instagram bietet seit kurzem ja auch die Möglichkeit, noch live mit dazuzukommen in den Chat. Wenn ihr möchtet, stellt gerne eine Nachrichtenanfrage, eine Beitrittsanfrage und kommt gerne mit rein. Denn wenn ihr traut auf die Bühne, dann dürft ihr eure Frage auch gerne persönlich stellen und sowohl Linda als auch wir beantworten die dann echt gerne. Genau, wir müssen hier auch sitzen vor der Kamera. Genau, das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr habt mitgekriegt, Linda beißt nicht, wir beißen auch nicht. Genau, eine Frage, das passt gerade ganz gut mit den Gräsern und der Privatsphäre, war nämlich, welche drei
Deko-Schwerpunkte oder welche sind die drei Schwerpunkte in der Deko, die du am liebsten legst? So Licht, Blumen und so weiter wurde da gefragt. Also, Die Schwerpunkte, ja. im Deko-Konzept, ja. Also grundsätzlich Schwerpunkte, die ich meinem Brautpaar empfehle oder die mir besonders liegen. Finde ich auch eine ziemlich offen Gute gestellte Frage. Frage. Die Frage ist, Wahrscheinlich, worauf man Acht geben soll, würde ich jetzt schätzen. Also die Frage ist wortwörtlich, welche sind die drei Schwerpunkte in der Deko? Licht, Blumen und so weiter. Also ich würde sagen, vielleicht was, wie das Konzept zustande kommt oder so. okay. Ja, also Schwerpunkt würde ich tatsächlich immer sagen, ist der goldene Faden. Ich sage ungern immer der rote Faden, einfach weil rote Rosen ist ja auch meistens schon Schnee von gestern. Also der goldene Faden hört sich immer doch ganz viel schöner direkt an. Also es ist tatsächlich, der erste Punkt ist da einfach ein stimmiges Konzept. Und das Konzept ist in dem Fall stimmig, wenn erstens mal das Brautpaar sich damit wohlfühlt. Und was natürlich auch mal besonders schön ist, wenn viele Blumen da sind und man einfach spürt, dass viel Liebe zum Detail da ist, ne? Ganz wichtig ist, wenn ich jetzt das Thema Licht höre, mit dem Schwerpunkt Licht ist auch immer ganz toll, gerade Ambiente, Beleuchtung etc. Ganz wichtig, oftmals haben die Locations schon installierte Lichtelemente, da unbedingt sich mit der Location absprechen. Und noch ganz, also viel wichtiger, was ich immer als Hochzeitsplanerin mir mal denke und auch ganz viel von Fotografen höre, ist einfach die Tatsache, dass man bei den Lichtspots einfach immer berücksichtigen sollte für den Hochzeitstanz oder auch für die Fotos am Abend, nicht zu farbige Leuchten zu nehmen und es einfach erfahrungsgemäß schön ist, wenn es in einem schönen Weißton eingeleuchtet ist und nicht diese Kirmes-Karussell-Lichter, die für die Fotos dann doch nicht ganz so angenehm sind. Das gehört auch mit zu einem stimmigen Konzept. Also auch unbedingt an die, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich. Also auch unbedingt mit dem DJ die Farben der Spots besprechen, damit dies auch für den Fotografen schon stimmig ist. Allerdings bin ich auch immer der Meinung, dass wenn ein Fotograf gut ist, dass der das unbedingt auch vorher mit dem Brautpaar abspricht. Jetzt fängt hier auch die Musik an. Okay. Cool. Hätte bei uns hier gerade tatsächlich ganz genauso passieren Ja. können. Ist gerade die Musik Ja, reingekommen? jetzt wieder. Ja. Ja, cool. Okay. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Punkt, den wir als Fotografen immer mitfinden, was wir den Brautpaaren tatsächlich auch immer mitgeben. Wir sagen tatsächlich auch echt immer in unserem Vorgespräch, wenn ihr, ne, so ein Klassiker, den wir begleiten, ist ja tatsächlich vom Getting Ready bis kurz nach dem Eröffnungstanz. So, und da sagen wir dann schon mal genau an dem Punkt, wenn es um den Eröffnungstanz geht, sprecht gerne mit dem DJ, dass er bitte nicht zu viel Rot mit reinbringt. Wir sagen auch immer, das ist alles machbar, zur Not macht man die Bilder in Schwarz-Weiß, aber Rot ist halt einfach immer echt doll. Und deshalb ist ja alles machbar, man muss ja nur mal drüber reden. Na? Ja. Genau. Zwischendrin, ich gehe noch einmal kurz ein Stück zurück. Da hatte Torben, nicht über den Fragensticker, warum auch immer, Torben hatte gefragt, ob schon Kunden abgelehnt wurden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, habt ihr schon Kunden abgelehnt? Weiß ich natürlich jetzt nicht, ob er jetzt explizit uns meint oder ob er dich meint. Nee, wir nicht. Nein, also Dann bin ich König. genau, wenn natürlich, wenn wir nicht können. Und zum anderen ist es bei uns, und ich vermute mal, das wird bei dir ähnlich sein, ganz wichtig, dass die Chemie passt. So, wir als Ja. oder ich als Hochzeitsfotograf, wenn ich auf eurer Hochzeit bin, dann bin ich den ganzen Tag irgendwie um das Brautpaar rum. So, und das muss einfach stimmen, da muss die Chemie stimmen. Also ich sage unserem Brautpaar sage ich immer, wir müssen mindestens so ein Verhältnis miteinander hinkriegen, dass es in Ordnung wäre, wenn ich als Freund der Schwester mitkommen würde. So, ich sollte keinesfalls irgendwie ein Störfaktor sein, wo man denkt, oh, okay, der macht geile Fotos, aber ich kann den Typ einfach nicht leiden. So, dann sagen wir, wenn wir da das Gefühl haben im Vorgespräch oder das Gefühl haben, irgendwie anders stimmt die Chemie nicht, dann sprechen wir das auch ganz offen an und sagen, hey, pass mal auf, wir haben das Gefühl, so und so sieht es aus. Sollen wir euch nochmal zwei, drei andere Kollegen empfehlen und ihr guckt einfach, ob das besser passt, weil das einfach so wichtig ist. Am Ende hat da sonst niemand was von, wenn irgendwie ihr einen Dienstleister einfach nicht leiden könnt. Ich denke, das Total. ist. Bin ich ganz bei euch. Bei uns ist es tatsächlich
ähnlich, wobei ich sagen muss, dass man hat ja schon mal, das ist wie in jedem Job, irgendwie Kunden, wo man Dinge hinterfragt. Also, das kann man jetzt schwer sagen. Also, man lernt Personen kennen und denkt sich dann so, bin ich damit jetzt so cool? Bin ich damit so d'accord? Da haben wir einfach, oder habe ich aus der Erfahrung gelernt, dass es sich immer, wirklich immer lohnt, die Brautpaare kennenzulernen. Und wenn man irgendwie, sagen wir jetzt mal, ein Brautpaar hat einen enorm großen Altersunterschied oder. Und man ist da persönlich, also ne, ich bin da völlig frei von, man hat irgendwie eine persönliche Einstellung zu irgendetwas. Dann lohnt es sich immer, wirklich immer, 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 das Brautpaar einfach einmal kennenzulernen und dann wirklich nochmal in sich zu spüren, komme ich damit zurecht oder beziehungsweise ist es das, wo ich auch mitarbeiten kann und brennt da mein Herz für. Also ich schaue immer, ob mein Herz irgendwie da mitgeht. Und bisher, toi, 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 muss ich wirklich sagen, wurde ich immer belohnt dafür, auch mal mutig zu sein. Ich habe eine Hochzeit mal organisiert, die war innerhalb von 3 Monaten auf die Beine zu stellen. Da hat es was mit einem Visum und so weiter zu tun. Da war ich auch sehr kritisch, also das heißt kritisch, da war ich 3 Jahre im Job und man muss ja auch erstmal seine Erfahrungen sammeln. Und da war ich etwas kritischer, muss ich ganz ehrlich sagen, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich habe tatsächlich gesagt, ich höre mir das an, ich will die beiden erstmal kennenlernen und ich wurde so positiv überrascht. Das war einer der bewegendsten Hochzeiten, wenn man das so sagen kann, die ich dann tatsächlich erleben durfte. Und man wird immer belohnt, für Mut auch mal Geschichten oder auch Brautpaare anzunehmen, wo man erst ein bisschen skeptisch ist, aber man die Liebe spricht halt einfach Bände in dem Moment dann und man wird mit Liebe immer belohnt. Auf jeden Fall. Und abgelehnt habe ich tatsächlich, was das angeht, ist so weit noch nie irgendwie gekommen, weil meistens, wenn die Chemie nicht passt, dann ist es irgendwie, ne, dann sagt man, bekommt man entweder eine Absage oder man kann das ja auch so ein bisschen lotsen, ne? Und da bin ich bisher noch nicht in die Bredouille gekommen, dass ich dann gesagt habe, nee, machen wir nicht. Anders ist es natürlich bei den Traureden. Ich bin ja auch Traurednerin, das habe ich ja vor 3 Jahren mit gestartet. Da ist es noch viel, viel wichtiger, dass die Chemie stimmt. Und da habe ich tatsächlich auch schon den einen oder anderen, wo das zu den Brautpaaren auch gesagt, so du oder ihr beiden, das hat jetzt nicht ganz so gepasst für mich, weil da muss ich einfach zu 1000% hinterstehen, weil ich die Geschichte, die Liebe, weil ich da so tief einsinken muss, dass ich das alles andere nicht fair wäre. Genau. Ja, das stimmt. Das ist ja auch beim Fotografieren tatsächlich ähnlich in beiden Bereichen. Also jetzt ich glaube, immer dann, wenn man Dienstleister von so einer hochemotionalen Geschichte ist und dann nah dran ist. Ich meine, ich kann es auch sagen, auch selbst wenn ich losgehe und ein Baby fotografiere oder auch eine Schwangere fotografiere, sage ich auch immer vorher schon, dass was wir machen, ist auch so ein Stück Intimität teilen, fotografiert werden oder dir sagen, was du auf meiner Trauung irgendwie sagen sollst, dass ich gebe dir ja was von mir und das ist ja schon eine große Sache letztendlich und da muss es einfach passen, das stimmt schon. Aber wir hatten da auch bisher immer Glück, weil ich glaube auch so war bei dir so der Tenor, manchmal fügt es sich dann auch so, wenn man schon so spürt, es könnte nicht so gut passen, dann fügt es sich manchmal und dann ist es auch gut, ohne dass man eben irgendwie sagen muss, hey du, nee, lass mal, sondern das ist dann so wupp, wieder weg und dann ist das auch in Ordnung. Genau. Ja, Ja, genau. Ja, denke cool. ich auch. Genau, für alle, ich sage es nochmal, für alle, die gerade neu dazugekommen sind, ihr dürft gerne alle eure Fragen, dürft ihr entweder in den Chat stellen oder seid ganz mutig und kommt mit uns in den Livestream. Instagram bietet das seit kurzem an, dass man bis zu 4 Personen streamen kann. Also stellt uns gerne eine Beitrittsanfrage. Ich hoffe, wir sehen die. Die von Linda haben wir auf jeden Fall gesehen. Oder schreibt einfach rein, ich möchte mitmachen, dann hole ich euch auch dazu. Genau, also da seid mutig, kommt gerne mit dazu. Hier war noch eine Frage. Genau, Torben hat noch gefragt, was waren eure verrücktesten Hochzeiten, die ihr begleitet habt? Oh, Linda, da darfst du diesmal Ja, genau, anfangen. genau, diesmal fängst du an. Also, mir kannst du ja eigentlich nie verrückt genug sein. Von daher würde ich jetzt nicht so als so richtig verrückt einstufen. Ich bin ja eigentlich immer für alle Schandtaten zu haben. Also, verrückt würde ich eigentlich tatsächlich nie irgendwas bezeichnen, weil
ich es eher als individuell bezeichnen würde. Okay, dann Weil wenn man individuellste. auf irgendwas Bock hat, dann bin ich da auch mit bei, weil die sollen sich halt auch einfach wohl damit fühlen, was sie tun. Und dann, genau, was war das Verrücktes? Also ich habe mal ein paar aus Japan Partnerin. Und hört ihr mich noch? Ja. Ja, wir hatten gerade Hallo, so ein hallo? Akkumeldetings. Okay. Okay. Ja, genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, aus ein paar aus Japan habe ich mal begleitet. Und das war sehr, sehr spannend, würde ich sagen, gerade auch aufgrund der Entfernung und mit den verschiedenen Zeiten zum Telefonieren. Und dann durfte ich aus der Entfernung Torten probieren und Weine probieren für die beiden. Also das war sehr, sehr spannend, würde ich jetzt mal sagen. Verrückte Sachen oder witzige oder halt auch spannende Sachen waren zum Beispiel auch schon mal dann, dass ein Bräutigam der Braut eine Ente geschenkt hat und die an dem Tag dann auch irgendwie mit einem Entenkorso vorgefahren sind. Ach so, ich dachte Und schon, eine Tüte. ich dachte jetzt auch eine Gabel. Nee. Dann habe ich schon mal ein Brautpaar gehabt, die wirklich ein ganz normales, so ein Reihenhäuschen hatten und die hatten Ziegen und da sollten die Ziegen die Ringe bringen. Ja, so, lauter solche witzigen Geschichten gab es dann. Ja, cool. Aber sag mal, wie ist das, wenn jemand aus Japan heiratet? Sagen wir jetzt mal, etwaiger anderer Kulturkreis. Ich meine, da gibt es ja allerhand Traditionen, wie wir auch schon oft miterleben durften, dass jede Kultur so seine wirklichen tollen und auch individuellen Bräuche hat und so. Liest du dich da ein? Wird das von dir dann auch gefordert, dass sagst du, wir heiraten in dem und dem Stil, wir kommen da und daher und haben unsere Tradition, wir möchten aber, dass du es planst. Wir erzählen dir da ein bisschen was drüber oder wie ist das dann so? Also da bin ich natürlich erstmal grundsätzlich total offen für die Traditionen des Brautpaares, weil tatsächlich auch die deutschen Brautpaare ihre eigenen Traditionen haben, von Familie zu Familie, von Freunden zu Freunden etc. Da habe ich einfach immer ein offenes Ohr erstmal. Das ist natürlich eh meine Aufgabe, mein offenes Ohr. Da besteht zu, würde ich sagen, fast 50% meine Arbeit raus, um die Wünsche und Ideen des Brautpaares zu hören. Und dementsprechend höre ich da erstmal gut zu und unterhalte mich natürlich auch mit den Brautpaaren darüber, was sie sich wünschen. Und dann versuche ich natürlich erstmal die Wünsche umzusetzen, wenn die jetzt sagen, hey, wir kommen aus einer bestimmten Region. Also das kann ja eigentlich nicht vorkommen, dass sie sagen, hey, wir kommen jetzt hierher, aber wir haben keine Ahnung, welchen Brauchen es gibt. Das ist es meistens nicht, sondern die sagen, hey, wir kommen aus der und der Region und das wünschen wir uns und kannst du das bitte möglich machen? Und dann ist das meine Aufgabe, all ihre Wünsche einfach umzusetzen. Ja, genau, und das mache ich dann natürlich auch, ne? Wir haben auch schon mal dann aus dem Ausland, selbst wenn sie aus Deutschland kommen, haben wir aus dem Ausland dann Spirituosen einfliegen lassen, wo man auch wieder dran denken sollte, dass man das Flaschengeld mit einkalkuliert bei den Locations. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt euch im Kopf rumschwebt, dass ihr irgendwie 20 Flaschen Schnaps mitbringt, unbedingt mit der Location vorher absprechen, ob sie ein Korbgeld haben, beziehungsweise ob Korbgeld gezahlt werden muss. Das ist ganz wichtig. Ja, also Weil auch oft gut. ist dann nämlich böse Krass. Überraschung, dann wollen die pro Flasche gerade insbesondere in sehr, sehr luxuriösen Veranstaltungsräumen fordern die dann mal gut 80, 90 € pro Flasche und dann ist es schon ein etwas teureres Späßchen. Ja. Krass. Das Ja. kann dann nur die Hochzeitsplanerin wieder verhandeln. Und darin bin ich wirklich sehr gut. Ja. Hast du da auch schon Erfahrung? Ja, also klar, gerade als Hochzeitsplanerin muss man natürlich auch volle Kraft voraus alles für das Brautpaar rausholen. Und da kommen mir dann, denke ich, auch meine 8, 9 oder auch schon die Jahre, die ich davor in dem Business gewesen bin, zugute, dass ich einfach genau weiß, was ich will und genau weiß, wie ich an das Ziel komme. Und ich lasse auch nicht eher locker, bis ich das Ziel für meine Brautpaare erreicht habe. Und ja, das hat bisher eigentlich auch wirklich immer sehr gut funktioniert.
Und das ist wieder das Gute daran, wenn man Profi ist. Und leider die Otto-Normalverbraucher werden oftmals in Anführungsstrichen über den Tisch gezogen. Und wenn mein Brautpaar eine Vereinbarung zugesendet bekommt, beziehungsweise meist kommt die dann ja erstmal zu mir, dann checke ich die und dann kann ich direkt sagen, halt, 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 so kann das nicht, so kann das nicht sein. Prüfe die und erst wenn ich damit auch schon d'accord bin und nicht irgendwelche Halsabschneider-Paragraphen drin sind, etc., dann kann ich die erst ans Brautpaar weiterleiten. Und da sind dann halt auch die Brautpaare bei mir total safe. Und selbst wenn da ein Punkt drin ist, wo das Brautpaar dann auch nochmal sagt, so hey, damit fühle ich mich überhaupt nicht wohl oder das kann doch irgendwie nicht sein, dann ziehe ich da natürlich auch nochmal an vorderster Front raus und gucke, dass ich das so rauskriege für das Brautpaar, wie es dann auch gewünscht ist. Genau. Finde ich total gut. Ich Das ist finde. sehr cool, das schlägt für mich gerade, sorry, wenn ich jetzt voll ins Wort falle, aber das schlägt für mich jetzt gerade nämlich wieder den Bogen zu der Frage mit den Normalsterblichen, ob sich Normalsterbliche das leisten können. Wenn du dann da einen Planer hast, der dir A, Zeit einspart und B, Ja. Konditionen raushandelt und C, dann auch solche Sachen für dich verhandelt, dann hast du dadurch ja schon und durch diese Sicherheit, dass du am Ende nicht noch, weil du überlesen hast, dass du am nächsten Tag bis 11 Uhr alles selber aufgeräumt hast, haben musst oder sonst 800 Euro Strafe zahlst, hast du dadurch das Ganze ja schon wieder eigentlich dann schon wieder rausgeholt. Ja, das, und auch das ist ja was man nicht weiß. Also ich wusste es bisher jetzt noch nicht, dass ein Planer sowas auch macht, also dass das das so wusste ich auch abläuft. nicht. Und das ist ja gut Ja, zu wissen, dass ja, ich manchmal. muss auch Nerven einsparen kann, damit ich Ja. nicht hinterher irgendwie auf die Schnute fallen, ne? Ja, tatsächlich kommen auch, habe ich auch immer mehr Brautpaare, die mich anrufen, während die schon in der kompletten Planung sind, wo sie einfach mit der Location nicht weiterkommen und wo ich da tatsächlich auch natürlich zur Stelle bin und sage, hey, kein Problem, ich habe schon öfters mit denen zusammengearbeitet oder, wo ich dann quasi mich einklinke und wo auch die Kommunikation viel, viel einfacher ist. Wo ich dann dem Brautpaar erstens mal wieder das gute Gefühl aufbauen kann. Und das ist wirklich auch so natürlich auch ein Mehrwert für die Location, weil die verlieren nicht ihren Kunden, weil ich mich dazwischen stelle sozusagen und gut verhandeln kann, beziehungsweise gut dazwischen stehe als so ein bisschen schlichter und einfach beide Interessen, natürlich die vom Brautpaar insbesondere, vertreten kann und so einfach tatsächlich ein rundum gelungener Tag daraus wird. Und ja, das ist natürlich auch möglich, wenn jetzt wirklich ein Brautpaar merkt, also boah, wir kommen überhaupt nicht weiter und irgendwie verstehen wir die ganzen Paragraphen darin nicht und ich habe das Gefühl, das läuft alles nicht, weil die jetzt auch schon oft gerade in der Hochsaison kommen die Event- und Bankettabteilungen nicht immer so hinterher. Das heißt, man bekommt nicht immer Antwort, dann werden die Brautpaare etwas misstrauisch, dann werden sie nervös, dann, ne, dann sind das so viele Punkte, die man da einfach mit drin hat. Und da passiert es ganz oft, dass ich dann auch angerufen werde und dann kann ich mich da auch total problemlos einklinken und es ist wirklich für alle Beteiligten total angenehm. Und da, wo früher wirklich die Locations auch noch gesagt haben, so, boah, ne, Hochzeitsplaner, die machen nur Arbeit, ist es wirklich gut und dann sind die auch sehr, sehr dankbar dafür, weil es nimmt denen natürlich ganz viel Arbeit und es ist super unkompliziert für alle Seiten. Genau. Das ist ja auch was, was wir schon von Paaren gehört haben, die dann gesagt haben, also ohne Planer wären wir überhaupt nicht an diese Location gekommen. Wir haben angefragt, wir haben keine Nachricht gekriegt. Dann haben wir gedacht, okay, gut, das haben wir bei zwei, drei Locations erlebt, jetzt holen wir uns einen Planer. Zack, Wunschlocation, die erste Wunschlocation direkt zugesagt. Ja, das war ja zum Beispiel auch bei unserer ersten Zusammenarbeit, genau auf Rügen, wo wir tatsächlich, wo mich die Braut total verzweifelt angerufen hat und gesagt hat, hey, ne, wir kommen da einfach nicht weiter und es ist so schwierig aus der Ferne und kannst du uns bitte helfen? Und ja, da haben wir auch uns natürlich dann für stark gemacht und haben dann in kürzester Zeit das auf die Beine gestellt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber also sehr, sehr kurzer Zeit, wo sie sich wirklich das Telefon oder das Ohr wund telefoniert hat, sind wir dann auch gut durchgekommen. Und da hilft dann aber auch wieder, dass man da einfach ein gutes Netzwerk hat, ne? Dass man gut vernetzt ist und dass man einfach die Küste so ein bisschen kennt wie seine eigene Westentasche. Und aber auch das, ja, genau. Und da kann man dann natürlich auch über die Entfernung, auch zu Zeiten von Corona war das ja, wo wir dann auch viel über die Entfernung geplant haben, also digital mit dem Brautpaar, trotzdem tolles Vertrauen aufbauen kann, weil man schnell Ergebnisse bekommt. Genau.
Das war auch wirklich, wirklich schön und spannenderweise hat die Braut auch hier geschrieben, das ist keine Frage, und sind so glücklich, dass sie einen Teil der Hochzeit. Ja, ganz süß. Und Ach, super. wir arbeiten gerade dran an einem nächsten Termin tatsächlich, aber jetzt kommt uns ja so ein bisschen dieses ganze Gelockdown schon wieder in die Quere, Ja. weil es ja auch ein paar Meter sind. Und dazu war tatsächlich auch eine Frau, da siehst du, so meine Ja, Stimme verlässt mich. dann trinken wir einen Schluck. Genau, Christoph hatte gefragt, eine Einschätzung von der Expertin, wo man den Sommer so planen sollte. Ist natürlich immer so ein bisschen Glaskugel. Ja. Ja, Die das Frage ist ja wohl die beliebteste. Ich höre nämlich auch nichts. Okay, Ja. ja. Da. Es ist Ja, auch da bin keiner ich was wieder. gesagt. Wir haben artig gewartet. Ach, sehr gut. Ja, genau. Soll ich mal losschießen oder? Okay. Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema. Und das ist natürlich gerade mein täglich Brot. Corona liegt auf meinem Teller tagtäglich und dann frühstückt man ein bisschen was ab und ehe man alles weggefrühstückt hat, ist der Teller schon wieder voll. Dementsprechend kann man da natürlich keine so klare Auskunft geben. Ne? Wir können alle positiv sein. Also positiv bin ich eh immer. Ich bin immer positiv gestellt. Ich finde tatsächlich, das hängt auch viel vom Brautpaar, wie man mit der Situation umgeht. Ist man ein Brautpaar, welches jetzt schon total nervös ist und zittert und bibbert und keine ruhige Nacht hat und viele Tränen schon geflossen sind, wo ich aus Erfahrung sprechen kann, dass es ganz, ganz oft bei den Bräuten insbesondere natürlich der Fall ist. Oder es auch zu Hause oft eher für ein ungutes Gefühl und für Spannung sorgt, anstatt dass man alle auf Wolke 7 schweben. Sollte man sich überlegen, ob das dieses Jahr das richtige Jahr ist für die Hochzeit. Einmal wegen dem emotionalen Stress natürlich, den man hat. Und natürlich auch unter den Bedingungen fühlt man sich wohl mit Maske, fühlt man sich wohl ne, mit den Einschränkungen, die gegebenenfalls auf einen zukommen. Sollte man sagen, hey, wisst ihr was? Ich, also ich habe ein Brautpaar, die sagen, weißt du was, wir heiraten auf jeden Fall. Egal was passiert, die kommen aus dem Ruhrgebiet, die sagen, weißt du was, wir kommen. Das wird auf jeden Fall alles funktionieren. Bin ich auch völlig bei den beiden dann natürlich. Ich unterstütze das, bis nichts mehr geht. Ne? Ich versuche alles möglich zu machen mit Hygienekonzepten, mit allen Absprachen etc. Ich kämpfe da natürlich. Ich hatte auch letztes Jahr schon eine Corona-Hochzeit, wo das Brautpaar auch aus dem Ruhrgebiet da war. Und wo wir auch wirklich bis zur letzten Sekunde nicht wussten, kann es stattfinden, kann es nicht stattfinden. Das war eine Trauung dann tatsächlich, die auch am Strand stattgefunden hat, mit einem Hygienekonzept, aber es hat funktioniert. Wir hatten Plan A, B und C. Und wir durften tatsächlich Plan A dann einhalten. Und ja, tatsächlich würde ich das deswegen nicht unbedingt von den Regelungen vom Land abhängig machen in erster Linie, sondern vom eigenen Gefühl. Dann würde ich es auch davon abhängig machen, wie sieht der Gästekreis aus? Möchte ich meine Gäste in die Situation bringen? Wie gehen alle damit um? Beziehungsweise am allerwichtigsten natürlich immer, wie geht das Brautpaar damit um? Wie fühlt sich das Brautpaar damit wohl? Habe ich Angst vor Corona? Habe ich keine Angst vor Corona? Habe ich eine 85-jährige Oma dabei? Möchte ich die gefährden? Aber Oma soll ja auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist ein ganz dünner Draht, der einfach dazwischen so ein bisschen gespannt ist. Und da muss einfach tatsächlich, glaube ich, jeder auf sein Herz hören und sich mit seinem Partner austauschen und lieber eventuell früher eingreifen und zu sagen, halt, stopp, das geht jetzt hier in eine völlig falsche Richtung. Es fühlt sich für mich nicht mehr gut an, meine Vorfreude ist weg. Ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl, ich kann damit nicht umgehen, dann würde ich immer lieber sagen, stopp, Leute, wir überlegen, was wir jetzt machen. Wir sollten überlegen, ob wir vielleicht ins Jahr 22 oder 23 oder wie auch immer wechseln. Es muss natürlich auch mit den persönlichen Umständen zu Hause, Arbeit, Job, Familie passen. Aber ansonsten bin ich kein Dienstleister, der auf
unbedingt diese Hochzeit durchprügeln möchte, in Anführungsstrichen, sondern wirklich sagt, mein Kunde ist König, ich will, dass eure Herzen tanzen, und wenn sie an diesem Tag unter diesen Bedingungen nicht tanzen und auch nicht in der Vorbereitungszeit, weil diese Hochzeit an sich ist nicht nur die Hochzeit, der Tag, ihr steht morgens auf und es fängt mit dem Styling an, sondern Hochzeit ist auch die Vorbereitungszeit. Jede Minute, die man vorher damit verbringt, mit den Freunden zu sprechen, mit der Familie, das soll man genießen. Man soll sich einfach ohne Bedingungen auf diesen Tag freuen, zu 1000%. Und wenn man da wirklich keine schöne Vorbereitungszeit hat, dafür gibt man auch einfach viel zu viel Geld aus. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? Da gucke ich auch immer auf das Budget und sage auch nochmal meinem Brautpaar, ihr habt jetzt so viel Geld da rein investiert oder ihr möchtet so viel Geld da rein investieren, bitte nicht für halbe Sachen, ne? Dass man da einfach guckt, womit ist mein Brautpaar am besten bestellt. Und wenn ich ein Brautpaar habe, wie das jetzt das Brautpaar aus dem Ruhrgebiet, was auf jeden Fall dieses Jahr heiraten möchte, dann bin ich an vorderster Front sofort mit dabei und setze alles Mögliche ein und plane und mache, dass es möglich ist. Aber ansonsten lerne ich auch meine Paare tatsächlich immer so gut kennen, auch wenn sie von weiter weg kommen, dass ich wirklich ihnen dann auch individuell einfach Abschätzungen gebe, wozu ich ihnen dann eine Empfehlung. Ich spreche aber nur Empfehlung aus, weil das endgültige Resultat muss das Brautpaar sich einfach in die Augen schauen und in aller Ruhe, das ist manchmal bei diesem emotional geladenen Thema und auch bei dem finanziell geladenen Thema, gar nicht so einfach, dieses Thema in Ruhe auszutragen. Und auch ganz wichtig, würde ich immer raten, bespreche das unter vier Augen, weil alle, es ist wie beim Sitzplan oder auch allen anderen Sachen, wo ja die ganze Familie und Freunde mitmischen wollen, das verunsichert einen nur und das bringt nichts. Nee, das stimmt. Aber ich finde das schön, dass du da auch so mit der Faust nach vorne gehst und da so mitgehst. Und wir sind ja sowieso auch so unfassbar positive Menschen. Das ist so spannend, dass wir kriegen Anrufe von Bräuten, das ist jetzt, glaube ich, schon dreimal passiert, wir angerufen sind, ich wollte mal was Nettes hören wegen der Hochzeit und wir wissen nicht. Und sagt doch einfach, könnt ihr bitte was Positives sagen dazu? Sagen. Wo wir dann auch sagen, okay, Skype-Call, lass uns morgen Abend telefonieren, genau, wir holen dich dann wieder zurück. Auch so, dass wir sagen, wir machen das zusammen, wir lassen euch nicht allein, ne? Und wir gucken, was möglich ist und sind da auch sehr, sehr flexibel jetzt mit unserem Paar, weshalb natürlich bei uns auch die Situation, dass wir jetzt wahrscheinlich auch noch Paare aus 20 mit nach 22 nehmen. Du sprachst gerade schon von 23. Letztens in der Facebook-Gruppe hörte ich von 25. Und ja, eine Ausnahmesituation. Wir haben nichts anderes, als positiv zu bleiben. Das haben wir schon mal lernen müssen im Leben. Und kommt uns jetzt in der Pandemie zugute. Und das ziehen wir gerne an unsere Paare und auch alle anderen Menschen, die wir so sehen, gerne weiter. Finde ich ganz toll, dass du bist. Nicht gut. Ja, ganz wichtig. Und wichtig ist eventuell auch, dass man eventuell, wenn man unbedingt auf Teufel komm raus heiraten möchte, da muss man halt mit der Situation gehen und sich darauf einlassen. Und wenn man sich nicht zu 100% darauf einlassen kann, ist es nicht der richtige Augenblick zu heiraten. Und ich bin auch gerne auch immer positiv. Ich bleibe auch immer positiv, aber auch ganz wichtig, ich bin auch realistisch. Also wenn ich das Gefühl habe, Leute, ihr könnt noch träumen und dran festhalten und etc., dann bin ich doch natürlich auch als Hochzeitsplanerin dafür da, neben den guten Zusprüchen auch mal die Butter auf den Tisch zu packen und zu sagen, jetzt, ich möchte es euch gerne gut sprechen, aber ich glaube, wir sollten jetzt realistisch gesehen, auch wenn euch eure beste Freundin und der Trauzeuge und die Mutter und alle gut zusprechen, ich glaube, wir sollten realistisch gesehen für euch eine Lösung finden, emotional völlig okay seid und womit ihr auch finanziell ganz wichtig okay seid. Ja, genau. Das stimmt. Aber das finde ich auch wiederum gut, weil es eben auch ja deine Expertise zeigt, ne, das eben auch einschätzen zu können und eben auch der Braut ansehen zu können, so, ach komm, du bist doch damit gerade gar nicht mehr so glücklich, wie du sein könntest. Ne? Ja, auch wenn ich es dir gönne, schau noch mal von der anderen Seite drauf. Und das finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, da sind Bräute und Menschen auch einfach sehr, sehr dankbar. Ja, ich, genau.
Welchen Satz ich mega fand, ist, Hochzeit ist auch die Vorbereitungszeit. Das fand ich mega, mega, mega gut, weil das ist einfach was, was ich glaube, was ganz viele dann auch einfach übersehen, dass die Hochzeit ja nicht da anfängt, wo du morgens aufstehst, wie du gerade gesagt hast, sondern die ganze Vorbereitung, das soll alles mit Kribbeln verbunden sein, das soll Spaß machen, das soll immer wieder, bam, heute habe ich mein Kleid gefunden, jetzt ist der Maßanzug sitzt, all sowas in der Richtung. Das gehört alles mit dazu. Das sollen alles kleine Meilensteine sein, die total toll sind, die total toll sein können und jeder kleine Meilenstein gefeiert werden kann. Und das finde ich ist einfach so, war ein ganz mega toller Satz. Auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt ist hier gerade aktuell. Denkt ihr denn, dass das Jahr 2022 besser sein wird? Ja. Genau, ich glaube, das nehmen wir Who jetzt. knows? Genau, ich glaube, das nehmen wir so ein bisschen als letzte Frage ein, weil Instagram uns auch so auf eine Stunde beschränken wird. Ich würde danach irgendwie, würde ich sagen, fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen, was wir besprochen haben. Also ich glaube, 22 kommt immer so ein bisschen drauf an. Es wird für Brautpaare, sag ich's mal, sagen wir jetzt immer Brautpaaren, die uns jetzt schon für 22 anfragen, das schwingt immer schon so, noch so ein bisschen mit, oh, hoffentlich fragen wir nicht, wir wissen, es ist noch voll früh, wenn wir jetzt für 22 anfangen, aber wir sagen, hey Leute, vielleicht kriegen wir 22 das Mega-Hochzeitsjahr. Wenn wir 2021 ein super Hochzeitsjahr hatten, weil wir die Paare aus 2020 mitgenommen haben nach 21, dann kriegen wir eventuell 2022 das Mega-Hochzeitsjahr, weil wir da eben die aus 20, aus 21, die nehmen wir alle mit nach 22. Deshalb, wenn ihr einen Dienstleister habt, den ihr wirklich haben wollt, ist es jetzt definitiv, da wirst du uns sicherlich auch zustimmen, noch nicht zu früh für 22 irgendwie auch schon jemanden anzufragen. Ganz im Gegenteil. Also jetzt muss man nicht mehr nur Early Bird sein, man muss ein Early Early Bird sein. Denn 22 ist tatsächlich kommen halt jetzt auch schon Anfragen für 23. Tatsächlich habe ich auch schon eine Anfrage für 24. Wow. Auch noch. Ja, man muss tatsächlich. Es macht die ganze Situation macht viel mit den Brautpaaren. Einfach die Angst, die mitschwebt, und man möchte auch, also viele haben auch schon begriffen, dass natürlich diese ganzen Umplanungen und Lieblingsdienstleister und auch Gott, alle sind in einer blöden Situation, dass sie da wirklich früh genug zuschlagen. Und das kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, gerade insbesondere bei den Basisdienstleistungen, ne? Also Location, also Hochzeitsplanerin, Location, Fotograf etc., ne? Dass man da die Basisdienstleister wirklich früh genug, weil es mehr als fest in der Tasche alles haben und tief durchzuatmen, kann ja nicht passieren. Das ist eigentlich das Schöne daran. Und es gibt einem auch unheimliche Gelassenheit, wenn man so den groben Fahrplan hat, ne, dann macht man sich so eine Übersicht, dann kann man schon mal drauf gucken und sagen, ha, das haben wir schon. Und ich denke, das ist eine gute Basis, sich auch darauf zu freuen und auch die Vorbereitungszeit zu genießen. Weil dann kann man sich jetzt schon mal auf 22, 23 oder auch auf alle Daten danach oder auch davor freuen. Genau. Genau, sehr cool. Also sich das auch. Okay, pass auf, lass uns doch nochmal zusammenfassen. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen mitgeschrieben, deshalb war ich immer so halb abgetaucht, weil ich das, ich kenne es aus Clubhouse, da fand ich es immer ganz cool, wenn es da immer einen gab, wenn wir da in so einem Clubhouse-Talk sind, wenn es dann immer am Ende jemanden gibt, der das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst, dann ist es ganz cool. Gerade du als Mama wirst es ja auch wissen, wenn man einfach mal 10 Minuten kurz mal nicht bei irgendwas zuhören konnte oder einfach gedanklich Ja. gerade anders war. Genau, ein bisschen was zu dir, dass du eben das schon echt super lange machst und seit 3 Jahren auch freie Trauredner bist, dass du genauso wie wir einfach auch dafür brennst, dass die Brautpaare einen schönen Tag haben und nicht einfach nur so, ich plane die Hochzeit, sondern eben auch einfach quasi über deinen Tellerrand rausguckst und eben auch einfach mal anfasst, einfach damit das alles stimmt. Das war, was ich sehr schön und sehr wichtig fand. Genau, dass man dich einfach so auch mal anrufen kann. Wenn der Ring steckt oder vielleicht ja sogar auch noch davor, Ja. schon mal, um einfach schon mal zu fragen. Und da fand ich das Bild sehr, sehr cool, dass wenn man ein Haus baut, dann brauchst du ja auch einen Architekten. Denn jeder von uns weiß, wie man ein Haus baut. Man braucht 4 Wände und ein Dach und eine Tür und ein Fenster und eine Heizung am besten auch. Aber wie am Ende man das Ganze dann macht, das weiß man, dafür ist der Architekt dann noch besser. Das fand ich Ja, sehr, fand sehr ich auch sehr cool. gut.
absolute Expertise bei dir, was das Heiraten am Meer angeht, dass ein Standesbeamter ein Dach über dem Kopf braucht. Super der Tipp, das wusste ich tatsächlich nicht und das erklärt tatsächlich für mich auch so den einen oder anderen Pavillon, wo ich gedacht habe, warum steht hier ein Pavillon? Aber der Standesbeamte braucht ein Dach über dem Kopf, alles klar, voll cool. Corona, wo wir es gerade hatten, vom eigenen Gefühl abhängig machen, wie ihr euch fühlt, das ist, glaube ich, viel wichtiger als alle Bestimmungen und Regelungen. Wenn ihr keine Lust habt und euch das die Planung einschränkt, dann plant einfach lieber mit Linda und im Voraus. Genau. Auch ein mega, mega Tipp von dir, nehmt einfach den letzten Termin, den das Standesamt an dem Tag hat, denn dann habt ihr die Luft nach hinten raus. Und der beste Tipp, mein persönlicher Lieblingstipp, Hochzeit ist auch Vorbereitungszeit. Das fand ich mega. Habe ich was vergessen, ihr beiden? Nein, alles gut. Super, super, super Es Tipps gibt noch dabei. ganz viele Tipps, aber dann vielleicht noch mal ein andermal. Aber das war schon super festgehalten. Genau. Cool. Genau, hier einen großen Fan hast du noch. Die MDR20 hat gerade geschrieben. Ja. Cool. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich denke, da war für alle super viel dabei. Wir werden das bei Instagram TV sicherlich noch hochladen. Genau, wenn euch noch Fragen einfallen, dann erreicht ihr Linda via Schlips und Schleier und uns auf gewohnten Yes. 10.000 Wege. Genau, schaut gerne vorbei. Schaut auf jeden Fall auch bei Linda vorbei. Sowohl Linda als auch das Team können wir nur empfehlen. Wir hatten eine super, super schöne Zusammenarbeit. Wir sind dir sehr dankbar, dass du heute Abend dabei warst. Und allen anderen, die heute Danke. dabei waren, natürlich auch. Und dann habt einen schönen Abend. Tschüss. Ja, danke schön euch. Tschüss.